Wie sieht Europa von oben aus? Eindrücke, Erfahrungen und Bilder dazu brachte der deutsche Astronaut Dr. Thomas Reiter dem interessierten Publikum nahe. Im Rahmen der Karlspreisverleihung sprach er an der FH Aachen über seine Zeit im All, die Zukunft Europas und den Beitrag der Raumfahrt zu mehr als nur dem technologischen Fortschritt. Doch neben allen wissenschaftlichen Aspekten zeige die internationale Raumfahrt vor allem eins, dass große Aufgaben durch die Zusammenarbeit von Nationen bewältigt werden können. Konkret nannte er hier die Erreichung unseres Nachbarplaneten Mars. Eine bemannte Mission könne in 20 Jahren möglich sein. Aber auch persönliche Anekdoten gab es zu hören. So hätten Achterbahnfahrten im Vergleich zu Raketenstarts seitdem ihren Reiz verloren. Den kompletten Vortrag finden Sie in der Playlist.